Wir sind die Salotris, der Guggener, Ajo, der Resche. Der Liquid. Und ich bin auch noch da. Herzlich willkommen zu einem weiteren Display der MP3-Zone. Heute stellen wir euch die Crysis 3 Multiplayer-Beta vor. Ihr wisst Bescheid. Voldemort-Style. Yo, ist gestern rausgekommen. Ich such mal einen Server raus. Also von der Demo her würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich der Kauf lohnen wird. Sehr gelungen, das Spiel. Ist ein bisschen Call of Duty-like. Mit dem Klasseneditor und so. Der Crash-Site-Modus kommt mir auch ein bisschen vor wie Stellung. Aber sonst ganz geil vom Gameplay. Action! Was ich jetzt dazu sagen muss, irgendwie bei dem Hunter-Mode bin ich da irgendwie noch nicht so wirklich... Ich nicht wirklich durchgeblickt, was es da eigentlich genau geht, ob es da nur ums Rein, ums Killen geht. Hat jemand von euch die Damage schon gespielt? Jo, ich hab. Ich hatte bis jetzt nur die erste im Dschungel. Flugzeug in der Mitte. Also es geht irgendwie in dem Gameplay irgendwie darum, dass man da an Säule geht, die irgendwie deft. Ja, also es ist wirklich... Ach, ich bin im anderen Team. Wirklich? Ja. Weil ich hätte gedacht, dass wenn man als Lobby joint, alle zusammen im Team sind. Wir haben doch eben noch zu viert gespielt, das ging doch auch. Aber sehr geiles Spiel. Komischerweise kann ich jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr schießen. Ach. Das ist ja irgendwie auch blöd, dass wir jetzt nicht zu dritt im Team sind. Macht ja nichts. In der Nähe von dem Crash-Site bleiben. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall zu nah, denn der explodiert nach der Zeit. Wir werden aber auf jeden Fall noch ein Let's Play zum Hunter-Mode machen. Na, da kommen wir natürlich rein, wo die Runde gerade endet. Naja, vielleicht noch an ihnen dran. So, am Ende der Map kann man irgendwie auch mal komplett seine Highlights sehen. Die besten Kills. Jo, lass mal noch eine Runde spielen. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt nochmal die andere Map. Ihr müsst voten. Lass mal dafür die andere Map voten. Jo, die voten jetzt die andere Map, aber wieder Crash-Site. Jo. Und da zeigen wir dann im nächsten Let's Play. Die Multiplayer-Beta beinhaltet zwei Maps und zwei Spielmodis. Jo, habt ihr gesehen, man kann das Spiel Pre-Order direkt im Game. Kann man das irgendwie auswählen.
Terminal. Get to the crash site. Alle gleich im Team, das ist mal gut. Ja, man hat auch irgendwie solche Spezialfähigkeiten, wenn man zum Beispiel Q drückt. First Strike. Könntest du ja mal zeigen. Boah, ich bin gerade böse von dem Laser oder sowas getroffen worden. Oh, ich stehe da mit 5 Mann, geht mal ran an das Ding. Ja, werft doch eine Nade. Das wird irgendwie nicht zu fast. Ziemlich hoch springen und die Stadt noch hochziehen. Sehr nice gemacht. Da muss man drauf achten, irgendwie manchmal, wenn du hochspringst, dann kommt irgendwie unten so eine Art Tooltip, dass wenn du C drückst, kannst du so eine Art Slam auf den Boden machen. Man sieht auch irgendwie so wie so eine Art Killcam, also richtig so Call of Duty-like irgendwie. Was ist das für Roboter? Das ist irgendwie eine riesen Alien-Maschine. So eine gab es auch in Unreal 3 auch. Das stimmt auf jeden Fall, also das Punchen ist schon ziemlich stark. Ran an den Crash. Shit. Ah, der Roboter ist ja mies, ey. Ich würde gerne mal wissen, wie man den bekommt. Man muss direkt unter ihn laufen, dann passiert dir nichts. Also ist schlecht auf dich zu schießen und dann kannst du ihn kaputt machen. Weiß jemand, wie man so einen Roboter bekommt? Der steht da in der Map irgendwann rum. Ach so. Jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Einfach runter, lol. Down. Schön weggepumpt worden. Nimm dir dann so ein Schild. Ja, ich hab's. Das kannst du jemand überwerfen. Alter, springen ist so geil. Ah, oh, shit, da waren auf einmal so viele.
Kann man in den Heli rein? Jo, man kommt da irgendwie rein. Das ist echt richtig gut gemacht, dass man irgendwie da von dem Crash-Site irgendwie Schilder abreißen kann, um da ein bisschen länger zu überleben. Ah shit, jetzt wurde ich gerade ein Schild abreißen. Wurde schön von oben erschossen, schön vom Camper. Lol, ich wurde weggestompt. Ey, das ist ja mal übel. Ja, lol, ich bin oben in dem Teil irgendwie drin gewesen. Heli? Jo, aber der Typ hat mich dann irgendwie von unten erschossen. Von einer Rakete oder was auch immer. Da kannst du irgendwie links und rechts sind dann zwei Geschütze. Da kannst du irgendwie oben rausschießen und so ist echt gut gemacht. Mal wieder oben irgendwie in das Teil reinzukommen. Ja, lol, Leute, explodiert das Teil, wenn ich mir ein Schild abreißen will. Ach ne, eine Granate. Leute. Ja, lol, Sniper. Ui, ui. Das war irgend so eine riesige Plasmakanone. Ich krieg immer nur Assist-Kills, ne? Mach im Moment grad gar keine Kills. Ich hab die ganze Zeit die falsche Waffe gemacht. Ah, ich hab grad übel ein Schild übergeworfen bekommen. Lol. Komischerweise läuft da ein Roder mit dem Schild rum. Wie kann das denn gehen, wenn wir da an dem Teil sind? Ich kann das trotzdem nicht. Ja, und die liegen ja noch herum vor den anderen. Let's take it up a gear and really make them sweat. War auf jeden Fall sehr cool. Ja. So, das war eine Runde Crash-Site auf Airport. Jo.
Also ich finde, das Spiel ist ganz nice gemacht. Ist halt viel geklaut mit dem Klasseneditor und mit den Aufsätzen. Ja gut, das gibt's ja halt auch bei Battlefield auch und... Jo, gibt's jetzt überall. Das ist jetzt irgendwie so ziemlich Standard bei jedem Game. Aber auf jeden Fall sehr nices Game. Beta sehr gelungen, finde ich. Ja, wir haben, machen noch in Infos den Link für die Beta. Jo. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.